Sehr geehrte Damen und Herren, auf dem Gelände des ehemaligen Versorgungsamtes und darüber hinaus soll die neue Mitte Südstadt entstehen, wie wir alle wissen. Die Nutzung des Geländes ist erstmal natürlich sinnvoll. Neue bezahlbare Wohnungen sind es auch. Die Sozialwohnungsquote soll auch vertraglich festgeschrieben werden. Die zukünftigen Preise der restlichen Wohnungen sind wahrscheinlich nicht gerade günstig, sind mir bisher nicht bekannt und wahrscheinlich auch noch nicht gänzlich noch nicht bekannt. Was unsere Fraktion an dem Plan stört, ist, dass noch bewohnte, funktionstüchtige Häuser in der Rembrandtstraße dafür abgerissen werden und wie mit den verbleibenden Mieterinnen verfahren wird und wurde. Darüber hinaus wird der Verkehr durch die aktuelle Verkehrsplanung für das Projekt in der Gegend wesentlich zunehmen, wobei die Frankfurter Straße bereits jetzt stark befahren ist. Die Errichtung einer großen Tiefgarage ist geplant. Zum ersten Punkt möchte ich Passagen aus einem Brief von Anwohnerinnen hier vorlesen, den alle Fraktionen vom Stavro-Büro bekommen haben. In der Rembrandtstraße 7 bis 17 wohnen heute noch 7 Mieterinnen in 5 Wohnungen. Also ich überspringe hier größte Teile, sehr geehrte Damen und Herren. Wir sind zwar nur noch 5 Parteien, die noch in den Häusern wohnen, möchten aber nichts unversucht lassen, den Abriss unserer Wohnhäuser zu verhindern. Die Häuser sind in einem guten Zustand und es ist eine Chance, diesen günstigen Wohnraum zu zerstören. Nach wie vor fordern wir keinen Abriss der Wohnhäuser Rembrandtstraße 7 bis 17, diesen bezahlbaren, günstigen Wohnraum zu erhalten statt zu vernichten, die sofortige Wiedervermietung der bereits länger leerstehenden Wohnung. Erst nachdem wir Mieter uns gegen die Art der Entmietung gewehrt hatten, kam es zu Angeboten seitens der Wohnstadt. Zu Beginn sollte es nämlich überhaupt nichts geben. Kein Zuschuss zu den Umzugskosten, keine Alternativwohnung, wir sollten selber suchen und so weiter. Generell sollte dieses Vorgehen und der Umgang mit langjährigen Mietern überdacht werden. Es sollten doch die Menschen im Vordergrund stehen und nicht immer nur Rendite, Rendite, Rendite. Mit freundlichen Grüßen. Sicherlich haben Sie den Brief ja auch bereits gelesen. Ich wollte aber hier nochmal die Gelegenheit geben, auch dem nochmal in größeren Rahmen eine Öffentlichkeit zu geben, weil da eben noch Menschen wohnen und die möchten da auch sehr gerne wohnen bleiben. Eine Aufstockung der umkämpften Gebäude plus energetische Sanierung könnte ja eventuell eine mögliche sinnvolle Lösung sein. Außerdem denke ich durchaus, dass der Magistrat, die Stadt, sich zielführend in die Gespräche einbringen könnte und das nicht nur eine privatrechtliche Angelegenheit ist. Sollte es keine andere Möglichkeit perspektivisch für die Mieterin geben als ein Umzug, muss dafür gesorgt sein, dass die neuen Wohnungen ebenfalls im Quartier liegen, endlich groß sind, vom Zustand her gleichwertig oder besser sind als die bisherigen und vor allem weiterhin bezahlbar, auch langfristig, nicht nur für, sagen wir mal, 3 Jahre eine Bindung da besteht. Es kann nicht sein, dass angestammte Bewohnerinnen verdrängt werden zugunsten eines schicken Neubaus mit Eigentumswohnungen, die ja in dem Bereich dann entstehen sollen, wo die Häuser abgerissen werden. Ich hoffe sehr, dass eine einvernehmliche Lösung gefunden wird. Dankeschön.